Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, eurem Sepp. Servus. Unser kleiner Lit Show zu RuneScape. Bliblablub. Wir haben ja gesagt, in der zweiten Folge schauen wir nochmal schnell in das Solo-Spiel rein, über deine Strategien. Es gibt anscheinend bis zu fünf Helden, die man später haben kann und freischalten kann. Wahrscheinlich kann man sich die auch kaufen. Ist ja schließlich ein kostenloses Spiel. Wettkampfspiel können wir noch nicht machen. Wie gesagt, wir gucken hier nur mal kurz rein, um uns hier mal schlau zu machen, was das für ein neues Spielkonzept ist, in Anführungsstrichen. Wir werden hier jetzt auch direkt mal loslegen. Wir sind momentan in Bronze. Anscheinend gibt es noch Silber-Gold, wodurch das immer schwieriger wird, der CPU-Gegner wahrscheinlich. Okay, und wenn ich auf jeder Schwierigkeitsstufe eine Legende besiegt habe, kriege ich ein Paket. Ansonsten kriege ich wahrscheinlich pro Runde 75 Kupfer. Dann versuchen wir mal, Kupfer zu bekommen. Wähle deinen Gegner. Ich würde sagen, die Magierin hatten wir eben gerade schon. Dann versuchen wir es mal gegen den Dieb. Der wird mir ganz gut gefallen. Und wir haben anscheinend die Ariane. Ja, von Namensgebung, genauso ist wie bei Hearthstone, glaube ich. Beziehungsweise Blizzard. Neu bekommen. Ich würde aber sagen, wir nehmen nochmal unseren Krieger. Den haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Wir sind beide Neulinge. Eröffnungsblatt. Als Zweiter dran zu sein, schreckt mich nicht ab. Das ist auf jeden Fall cool. Wähle, welche Karten du austauschen möchtest. Habe ich die alle Karten jetzt auf der Hand? Ernsthaft? So viele, es waren vorhin am Anfang nur wenige. Wirf eine zufällige Karte weg. Finde ich jetzt nicht so cool am Anfang, aber wir kriegen einen Angriff dazu. Würde ich mal behalten. Rüstung kriegen wir dazu, ist auch gut. Schildwache. Oh mein Gott, das ist für den Anfang nicht so vorteilhaft. Die sind ja relativ stark. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt am Anfang. Eine Hilfskarte. Ja, würde ich mal behalten. Entferne vier Angriffspunkte von der nächsten Kreatur. Denke ich, brauchen wir auch nicht direkt. Und das kostet viel Beute. Wir haben gar keine Beutekarten. Also würde ich sagen, werfen wir das erstmal auch weg. Okay, es ist nicht wirklich besser geworden. Wir haben 1, 2, 3, 4 Felder zur Verfügung. Und wir haben relativ viele Karten, die wir eh nicht brauchen. Ich würde sagen, wir verstärken uns erstmal. Holen uns dann haufenweise Rüstung. Entfernt 6 Trefferpunkte. Warum kriegen wir eigentlich keine Beute? Das finde ich nicht so cool. Vielleicht sparen wir uns das erstmal noch auf. Opfere zwei Rüstungspunkte und füge dem Gegner zwei SP zu, also Verteidigungspunkte. Aber dann habe ich ja keine Rüstung. Doch, ich habe da dann Rüstung. Cool, machen wir. Und keine Beute. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Fünf Kapitel haben wir Zeit. Ich sehe schon, worauf das hier hinausläuft. Okay, irgendwas. Oh, groß ist es weggeflogen. Aber wir können den auf jeden Fall jetzt One-Hit schaffen. Wenn wir mehr Angriff haben. Dauerhaft. Nicht nur als Ausrüstung. Aha. Aber er darf zwei Karten ziehen. Kann eh nur maximal 10 Karten haben. Das heißt, er kriegt ja dann nächste Runde auch gar keine neuen Karten. Ich sehe schon, na, man muss gucken, dass man Zauberkarten hat, mit denen man natürlich den Gegner dann kaputt bekommt, bevor man überhaupt ins fünfte Kapitel kommt. Erhält Trefferpunkte in Höhe deiner RP. Ist natürlich cool, aber ich brauche keine Trefferpunkte. Ich habe auch keine Kreaturen, die ich töten kann. Ich habe auch keine Beute, die ich austeilen kann. Das heißt, diese Runde ist für mich useless. Kann ich gar nicht machen. Kann ich ja nicht, weil ich keine Beute habe.
Das ist jetzt natürlich nicht so. Ah, ich krieg Beute, cool. Aber er kriegt 4 dafür. Er wird immer reicher und ich immer ärmer. Verdoppelt dein Gold. Krass. Stirbt er jetzt? Er hat nur noch mehr ein Leben. Bitte gib mir irgendwas, womit ich ihm Schaden direkt machen kann. So ein Turnier oder so. Das wäre natürlich das Beste. Och komm. Von der nächsten Kreatur. Dein Gegner erleidet 3 SB und verliert 2 ST. Dazu brauche ich aber Beute 1. Ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt ist, was ich denke. Wenn ich ja Trefferpunkte. Interessant, richtig interessant. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, das gibt auch nochmal gut Leben. Den müsste ich 3-mal angreifen. Vielleicht lasse ich den erstmal weg. Ich kann entfernen von deinem nächsten Gegner, aber das braucht 2 Beute. Dann bräuchte ich das trotzdem. Den Rest hebe ich mir mal noch auf. Dann kann ich den vielleicht töten. Dann machen wir halt mal. Ja, er ist tot. Jawohl, mehr wollte ich gar nicht. Somit hat sich das eh erledigt. Wir haben 75 Bronze bekommen. Alles nehmen natürlich. Nicht nur einen Teil davon. Und wir haben eine neue Karte anscheinend bekommen. Kostet 0 Beute. Entferne 8 Trefferpunkte und bekomme 2 Beute und 7 Rüstung. Ist jetzt aber nicht das Coolste, ehrlich gesagt. Das war ja jetzt eine schnelle Partie. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz mit euch in unseren Kartendecks reinschauen. Das ist auch so aufgebaut wie Hearthstone. Wir gucken mal hier bei unserem Kollegen. Karten für den Raptor. Neues Deck erstellen. Wir nehmen den Raptor. Überlebenskünstler dieses Einstellungs. Wahre Macht von Rüstung und Trefferpunkten. Selbst erstelltes Deck natürlich. Auch wenn ich absoluter Noob bin, wahrscheinlich noch hier. Karten für den Raptor anzeigen. Das war ja gerade schon richtig cool, der Überfall. Nehmen wir zwar mit. Er geht viel auf Rüstung, nehmen wir das auch mit. Das war auch gut. Das auch und das auch. Wie viele Karten darf ich denn im Deck haben? 10 Karten habe ich drin. Anscheinend gibt es kein Maximum. So, und jetzt ohne Filter. Entferne eine Waffe, das finde ich nicht so gut. Ja, aber Rüstung zu bekommen, finde ich gut. Kämpfe mit dem Gegner ist sicherlich auch geil. Attackiere den Gegner. Kostet aber viel Gold. Das ist nice, kriegen wir Angriff. Nehmen wir 2 mit rein. Brauchen nur Beute. Einmal Trefferpunkte nur regenerieren. Reicht vollkommen aus. Kostet 0. Kriegen für 2-mal einen Schaden mehr. Lieber das hier noch. So, das kostet alles viel zu viel Gold. Oh, und hier kommen dann die Allgemeinkarten. Wir brauchen auf jeden Fall Sachen, die uns viel. Also, die war vorhin schon mal cool. Die war cool. Ein bisschen was, was wir am Anfang töten können. Und dann. Brauchen wir etwas, was Beute gibt. Viel Beute. Nicht viel Schaden braucht. Das gibt noch viel. Machen wir mal einmal rein. Ich weiß nicht, wie viele Karten man benutzen darf. Ich gehe mal von 30 aus. Die Schildwache war cool, aber die brauchen wir auch nur einmal. Den Wolf fand ich jetzt nicht so cool.
Untoter Drache, 13 Lebenspunkte, 10 Treffer. Nehmen wir auch einmal rein. Und dann. Das haben wir alles, das haben wir. Sagen wir, nehmen noch den hier mit rein, der war ganz cool. Dann nochmal hier für die Beute. Und drücken wir mal auf fertig. Mindestens 30 Karten. Bist du sicher, dass du es nicht mehr bearbeiten willst? Nein, ich möchte es noch bearbeiten. Und sagen dann immer noch das hier mit rein. Und haben jetzt 30 Karten. Wir nennen es mal das Sepp-Deck. Sepp-Deck. Und versuchen es auch gleich mal auf Errungenschaft erhalten. Interessant. Spielen. Solo-Game. Bronze. Und nehmen jetzt mal den Vampir. Den haben wir jetzt schon Häkchen. Wir kämpfen mal nochmal gegen den Magier. Einfach weil es Spaß macht. Sepp-Deck haben wir jetzt separat. Das ist wahrscheinlich das Standard-Deck. Klicken wir uns nochmal schnell rein. Wird gesucht. Gegner gefunden. Der erste Treffer. Aber ich denke, dieses Spiel wird wieder sehr abhängig sein davon, was für Karten man hat, wie bei Hearthstone. Wo man erstmal stundenlang spielen muss, damit man überhaupt mal Karten kriegt, um gegen Gegner, die vielleicht schon Geld reingesteckt haben, überhaupt überleben zu können. Extra Angriff brauchen wir momentan noch nicht. Das sehen wir uns für später auf. Ich würde gerne dafür was anderes bekommen. Das kostet viel Beute. Den Rest behalten wir mal vorerst. Oh, und wir kriegen natürlich gleich das hier, was wir gar nicht brauchen. Ah, das finde ich cool. Erst killen wir den, damit wir auf jeden Fall die Beute kriegen. Dann killen wir den. Dann holen wir uns Rüstung. Wie viel Beute haben wir denn dann? 2. Hier geben wir 1 aus. Und wir opfern 2 Rüstungspunkte und dann muss er sich zwischen denen entscheiden. Am besten wirft er das Große dann weg. Beginnen wir uns Abenteuer. Jawohl. Oh, er kriegt 4 Schadenspunkte. Das fängt schon mal ganz gut an. So, jetzt kriegen wir einen Schadenspunkt mehr. Und werfen natürlich die Karte weg. Perfekt. Immer die Chancen minimieren. Wenn ich 10 Kreaturen besiege, kriege ich auch 75 und bezahlt für 10 Hilfskarten. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das pro Tag so Daily Quests sind. Oder ob das generell immer wieder, wenn du 10 hast. Weil du brauchst ja 1000 Bronzemünzen, um einmal so eine einzelne Karte zu bekommen. Nicht einmal ein Boosterback, glaube ich, war es. Wir können später nochmal kurz reingucken. Hier eine Karte. Nie verkehrt. Dein Gegner erleidet Schaden. Die haben wir eh doppelt. Und mehr brauchen wir gerade noch nicht. Ich save mir meine Lebenspunkte. Oh. Jetzt genauso viel Schaden wie ich. Musste aber auch eine Karte wegwerfen. Und kann dafür den einen hier One-Hit besiegen. Und kriegt für 3 Runden mehr Schaden. Zieht 2 Karten. Da leider 2 Schadenspunkte. Nächstes Kapitel. Na gut. Muss ich nur aufpassen, dass er jetzt hier mich nicht direkt angreift. Ich weiß natürlich nie, was für Karten er hat. Gut, ich würde gerne nochmal eine Karte ziehen. Den nehmen wir uns mal noch auf. Oder? Ne, wir nehmen das mit. Ne, der kostet ja, ne? Was haben wir denn? 1. Schade, wir hätten hier etwas, was uns mehr Schaden gibt, dauerhaft. Machen wir es mal so. Wir werden ja sehen, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir sind ja noch auf der leichtesten Stufe. Mit den billigsten Karten. Oh, er hat uns unsere Rüstung geklaut. Dafür werden wir ihm mit Schaden zufügen. Jawoll! Und er kriegt den nicht One-Hit hin. Ja, perfekt.
Er hat Schaden bekommen, kriegt dafür auch zwei Karten. Und nochmal Schaden, 9 Lebenspunkte. Bin ich gespannt, ob wir es gleich schaffen, ihn zu besiegen. Entferne deine Waffe. Er hat keine Waffe, deswegen kriegt er nur die Beute. Und Attacke, nächstes Kapitel. Eigentlich ganz witzig, das Spiel. Drei Karten kriege ich die Runde. Cool. Einmal den hier töten. Mehr Schaden. Den hier töten. Und das brauchen wir gerade nicht. Los. Wir müssen schauen, dass wir uns stärken, bevor der letzte endfinale Endkampf kommt. Er hat sich, sein Leben hochgeheilt. Wieder 16 Lebenspunkte. Nice. Füge dem Gegner 3 Schadenspunkte zu. Er ist jetzt auch bei 4 Schaden. Kommt jetzt dann wohl drauf an, wer am Ende die meisten Lebenspunkte hat. Nächstes Kapitel und letztes Kapitel. Die finale Herausforderung. Das ist der Endkampf. Ich muss mich vorbereiten. Ich würde sagen, das hier. Dann den hier. Und dann wollen wir natürlich mehr Schaden machen, wenn wir gegen den Gegner ankämpfen. Und das war's dann auch schon. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier gut durchstarten können. Also erstmal entfernen wir dem Gegner da 4 Schadenspunkte. Dann kriegen wir natürlich auch Damage von dem. Aber kriegen auch wieder 5 Lebenspunkte und einen Schaden dauerhaft. Naja, es hat sich nicht gesteckt bei ihm. Er hat zweimal diese Waffe bekommen. Ich kriege jetzt nochmal die Waffe so. 8 Schadenspunkte. Das heißt, ich brauche 2 Hits. Dann ist er tot. Ein Hit. Ja. Bam, bam, bam. Und das war's mit dem Magier. Und ich habe keine Sekunde gezittert. Der Raptor wartet auf einen würdigeren Gegner. Ja, das würde ich auch sagen. Wenn wir mal alles nehmen. Wir haben unser Level up. Wir haben den Kampfkessel gekriegt. Ist aber alles ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Ritter meine Klasse ist. Also die immer diese Trefferpunkte für Rüstung hergeben. Ist nicht meins. Wenigstens kriegt man jede Karte gleich zweimal. Fügt dem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Die gefällt mir wiederum. Gut, das war's auch schon. Wir wollten nochmal schnell reingucken. In den Paketeshop. Was da nochmal schnell für Bronze gab. Ein Basisbooster. Was hat ein Basisbooster? Wie viele Karten? Steht jetzt nicht dabei. Kostet 1000 Kupfermünzen. Also ist ähnlich wie bei Hearthstone, wo man sich Gold verdienen muss und sich dann das Zeug kaufen kann. Hier, Einsatz mit 12 Boosterkarten. Ja, ist halt alles noch hier schön Geld, Geld, Geld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier ja jetzt eine neue Karte, die wir einsetzen können. Das war doch dieser Goblin. Erstmal gucken. Wo ist er? Wird er mir angezeigt als neue Karte hier? Wow. 7 Goldmünzen und man kriegt 7 Schaden für 2 Runden und 4 Lebenspunkte. Braucht man natürlich ein Deck, wo man viel Gold unterwegs sammeln kann. So, und hier haben wir die neue Karte. Das ist der Kampfkessel. Den ich jetzt nicht so cool finde. Drachenpfeil. Füg 2 Drachenpfeile zu deinem Blatt hinzu. Interessant. 13 Goldmünzen. Na gut, dann gibt es wahrscheinlich wieder viele verschiedene Taktiken und so weiter und so fort. Darüber kann man sich bestimmt auch noch informieren. Wenn man sagt, dass das Spiel
für einen selber was ist. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr vielleicht noch mehr sehen wollt oder nicht. Ich belasse es jetzt mal hier mit der zweiten Folge. Ich denke, ich werde auch beide Folgen zeitgleich rausbringen, dass man sich das angucken kann. Viel hat man jetzt nicht von dem Spiel gesehen, aber man hat das Grundprinzip mal verstanden. Ich werde auf jeden Fall selber mal so ein bisschen weiter daddeln. Ich finde es ganz interessant. Und wie gesagt, schon in der letzten Folge, wenn ich vielleicht ein bisschen weiter bin und das Spiel mehr Tiefsinnigkeit erreicht hat, werden wir hier mal weiter gucken. Kann ja auch seine Karten zerlegen anscheinend und bekommt Juwelensplitter, um neue Karten herzustellen. Also alles ähnlich wie bei Hearthstone, nur das Spielprinzip ein bisschen anders, dass man nicht direkt gegeneinander kämpft, sondern gegen seine eigenen Karten und dann am Ende gegeneinander und zeitgleich auch so gegeneinander. Sicherlich ein witziges Konzept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selberdaddeln, wenn ihr euch das Spiel geholt habt. Ansonsten noch einen schönen Tag. Ich bin raus, euer Sepp. Ciao, ciao.